Mahlzeit, hier sind wir wieder. Mahlzeit. So, wir haben letztes Mal noch ganz, ganz knapp hier die Quest abgegeben mit der verseuchten Scheiße da. Und... Wo ist deine Katze? Oh, wo ist der Schrödinger? Nein, wo ist der? Nee, das Let's Play mache ich doch nicht ohne ihn weiter. Nee, 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 nee. Haustiertypen gab's doch. Gab's nicht Katze? Sortieren nach. Das ist mir egal. So. Katze! Maus. Wo ist Herr Schrödinger? Dann muss ich ihn so suchen. Wo ist meine Katze? Warum ist der nicht da? Der war die ganze Zeit ganz treu an meiner Seite. Vielleicht hat er sich für einen anderen entschieden. Das kann er doch nicht machen. Das kann er doch nicht tun. Hm. Offensichtlich doch. Da, wo ist denn der? Ich habe viel zu viele Haustiere. Kann man das auch mit sch finden? Wo ist mein Schrödinger? Alter! Wieso finde ich meine Katze nicht? Mautz! Ich bin nämlich nicht alleine. Hallo! Wo ist deine Katze? Wo ja mal die ganzen... Gammy, gib mir nicht auf den Sack hier. Ich finde meine Katze... Das ist nicht fair! Dass ich wohl erstmal einen anderen Haus übergnügen müssen. Nein! Ich verstehe das nicht. Der war so treu. Wieso ist der weg? Ich hätte mir sein Symbol hier irgendwo in die Leiste ziehen sollen. Was ist das denn für ein Vieh? Eine Quelle. Siehst du, ich habe sogar schon irgendwelche Viecher, die ich mich da nicht erinnern kann. Irgendwie ist da eine Katze verschollen. Irgendwie schon, ne? Wie heißt der denn nochmal? Ich weiß irgendwas mit Schrödinger. Jetzt suche ich hier schon 3 Minuten. Meine Katze. Schrödingers Katze! Da! Ich hab sie! Jetzt kommt sie dahin. Hm! Für die Leute, die denken bestimmt auch so, oh, du blöde Kuh, das interessiert doch kein Schwein. Doch, mich schon, meine Katze, mein treuer Gefährte. Sei mit euch. So, jetzt werden wir erstmal die ganze Scheiße abgeben, die wir hier, ja genau, das gebe ich jetzt alles ab, weil ich habe echt das Gefühl, dass wir nachher hier Richtung Forschungsreise müssen. Deswegen geben wir das hier jetzt einfach ab. Ich hab's nicht vergessen, dass wir im Kreis laufen wollten. 4 Minuten nach der scheiß Katze gesucht, ey. Nachdem sie sich einfach davon geschlichen hat. Ja, die wollten vielleicht eine Pause machen. Eine Schneise schlagen. Es sieht da draußen schon etwas besser aus. Ich bin jedoch noch immer nicht sicher, ob es besser wäre, hier auf medizinische Versorgung zu warten. Gute Gesundheit. Schickst mich los und ihr wollt trotzdem nicht los? Skandalös. Frag Corin. Frag Corin, die kann das bestimmt. In Fire Emblems hat sie mir auch mal geholfen. Alles im Griff. Gut gemacht. Ohne die Tücken der Greifer wird es jetzt wesentlich einfacher sein, Verstärkung von der Blutwacht zu erhalten oder Angriffe gegen die Sonnenfalken zu starten. Hallo, du bist ein Drachenungetüm. Du kannst das auch alleine. Besudelte Wassergeister. Gut gemacht. Es ist besonders wichtig, dass wir keine Möglichkeit außer Acht lassen, die den Sonnenfalken weiterhin ihre Existenz sichern könnten.
Erinnert euch an. Siehst du, jetzt haben wir das hier nämlich fertig. Nochmal zur Info. Die Corrin, die wir meinten, ist aus Fire Emblem Fates. Macht nix. Falls hier jemand die Spielereihe nicht kennt. Wer kennt Fire Emblems nicht? Es kann immer Leute geben, die das Spiel nicht Also kennen. Der das nicht kennt, lebt hinterm Mond. Ja. Diese Spielerei ist eigentlich... Keuch dich mal selber. Ja Mann, die Spielerei ist komplett an mir vorbeigegangen. Erst durch dich habe ich das nachher richtig heraus... Genau. So, jetzt weiß ich aber gerade gar nicht genau, wo ich lang muss. Komm, Schrödinger, wir schaffen das. Fängt einer an, machen alle. Ja, irgendwie schon, ne? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich lang muss, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, dass ich richtig laufe. Nö, ich glaube eher nicht. Bitte! Du da hinten! Du Drenai-Priester! Unterstütze mich! Ich unterstütze dich auch! Da! Ich habe kein Ziel. Ist dir gehört, Da, so. Scheiß auf das Geld. Hauptsache die Kristalle kriege ich mit. Wenn ich überhaupt... Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo ich langkommen muss. Nee, ich bin hier nicht richtig. Ich muss genau auf die entgegengesetzte Richtung. Bitte flüstert mich nicht an. Bitte nicht. Ich habe immer Probleme, zurückzuflüstern. Was wolltest du sagen? Ja, du hast das Talent immer. Ja, ich kann das gut. Oh Mann. So, noch schnell was schlawitzeln. Ich glaube, du hast zu viel Zorro geguckt. Hä, wieso kommst du jetzt auf Zorro? Wieso Wasser? Der hat einen Orientierungssinn wie ein Wasser. Wie eine Banane. Hilfe! Eine Banane findet ihren Weg. Wie ja, das mein... stimmt. Der Vogel ist auch wieder in Action. So, kann ich überhaupt Haustierkämpfe machen mit einem Probe-Account? Weißt du das? Nee, also soweit ich das sehen kann, kann ich auch nicht. Also anklicken kann ich die Dinger, glaube ich, auch schon. Muss ich nachher mal gucken. Eine Spinne getötet. Und ich muss sie nur töten. Nein, kann ich nicht. Bin ich vergiftet? Ja, für ein paar Sekunden. Das ist eine lange. So. Ich soll 8 Spinnen töten und 8 von anderen Spinnern. Jack, ey. Der feiert Party. Also die ganze Zeit hat er die Fresse und dann, wenn man das playen möchte. Ja! Jetzt wird es mal an der Zeit, dass man mich bemerkt. Ich muss näher ran. Außer Reichweite! Hallo! Ich hab da voll Bock drauf. Und weil ich mir überlege, dass wir heute nur eine Aufnahmesession machen können. Weil meine Schwester nachher schon wieder... Genau, weil Mutti hat geschrieben, hier, könnt ihr nicht locker mal eine halbe Stunde eher ankommen? Sonst hätten wir gesagt, gut, 2 Aufnahmesessions wären sonst gegangen. Aber jetzt wird es leider nur noch eine. Tut mir also sehr leid, ich bin leider bald weg. Also im nächsten Part ist sie leider nicht mehr mit dabei. Es sei denn, sie sagt hier, Diana, nein, 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 ich möchte beim nächsten Mal wieder mitmachen. Aber dann kann ich erst in 3 Wochen wieder aufnehmen, nicht mal. Ne? Wir wollten eigentlich als nächstes die Blutelfen spielen. Da hat sie verboten, die Idee. Aber das werde ich jetzt, glaube ich, nicht tun können. Weil ich... aufzulenken. Weil sie ja definitiv dabei sein möchte. Und dann werden wir das auch in einem Wochenende durchrushen. In Anführungsstrichen. Aber warum leckt die Scheiße denn immer? Es tut mir immer voll leid. Ich weiß... Wunderbar. Manche Spiele wollen uns einfach nur noch mobben. Genau, ich bleib jetzt einfach stehen, bis die Scheiße sich wieder regeneriert hat. Danke. Und... Was spiele ich dann als nächstes? Also, ich wollte das ja eigentlich immer abwechselnd machen, so Horde, Allianz, Horde. Dadurch, dass ich jetzt die Drenai gespielt habe, müsste ich jetzt wieder Horde spielen. Was wäre denn als nächstes auf der Liste gewesen? Ich glaube, eigentlich sind die Menschen auf der Liste, aber die werde ich jetzt auch nicht spielen.
Wen spiele ich dann als nächstes? Die Gnome habe ich zum Beispiel. Quatsch, hier die Goblins. Die Goblins, genau. Die habe ich auch noch nicht gespielt. Aber was ich definitiv als allerletzte spielen werde, sind die Pandaren. Weil das ist ein neutrales Völkchen. Die sind nachher ganz zum Schluss, kann man sich aussuchen, ob Horde oder Allianz. Ne? Und diese Entscheidung werde ich auch, glaube ich, offen lassen, wenn ich das spiele. Weil... Ich, genau, da kann ich nicht sagen, die hat ein Hordler mehr gespielt oder ein Allianzler mehr gespielt. Ich glaube, die lasse ich einfach. Aber ich überlege mir das nochmal. So, und wenn ich mich jetzt nicht gleich auftanke, bin ich hinüber. So. Wie weit bin ich hier überhaupt? Ich bin außer Reichweite. Bin außer Reichweite. Heul hier nicht rum wegen zwei Frames. Jetzt heul ich rum wegen zwei Frames. Ich finde, dieses Spiel aus wie ein Yu-Gi-Oh! Monster. Wie Raizuru. Findest du nicht? Ja, so ein bisschen. Also ich finde, der ähnelt ihn ganz schön. Hat Ähnlichkeit, das stimmt. Aber das kommt, ich spiele gar nicht so viel Yu-Gi-Oh! Klar, ich habe so meine... Wie viele aktive Decks habe ich? Zwei, glaube ich, ne? Also ich weiß, ich habe ein Harpien-Deck. Und ein Drache. Nee, drei habe ich dann. Ich habe mein Krieger-Deck, ich habe mein Harpien-Deck und ich habe mein Trabwächter-Deck, genau. Weil wir waren mal in so einer Yu-Gi-Oh!-Phase. Naja, Phase ist auch gelogen, ne? Also du bist ja sowieso Yu-Gi-Oh!-Fan. Kann ich auch definitiv bleiben. Ne? Und dadurch, weil mein Bruder ja auch gerne Yu-Gi-Oh! Spielen wollte und auch vernünftig spielen wollte und nicht nur mit diesem Starter-Kit, was man da bekommt, haben wir gesagt, gut, stellen wir mal unsere Decks zusammen. Und das Krieger-Deck, das, was ich habe, das ist tatsächlich so ein Art Starter-Kit gewesen. Wurde noch ein bisschen umgeändert. Genau, aber das habe ich nachher so ausgebaut, dass das schon gar kein Starter-Kit mehr ist. Ja, das Harpien-Deck habe ich eigentlich auch nur aus Fan-mäßig da zusammengebaut, weil ich das Deck einfach cool finde. Es ist nicht stark, aber es gehört halt mir. Und ich freue mich darüber und ich verrecke hier gleich, weil ich nicht mit dem Heilen hinterherkomme, weil ich mehr über Yu-Gi-Oh! Spiele als alles andere. So, und ich immer die falschen Tasten drücke. was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, mein... Das Harpien-Deck ist mehr so ein Just-for-Fun-Deck. Das ist nicht stark, aber es macht Spaß. Also ich habe jetzt offiziell nur noch zwei. Aber ein Licht-Drachen-Deck und einmal ein Wasser-Seeschlag-Deck. Ja, aber ich müsste mich auch erstmal durchlesen, wie ich mein Deck zu spielen habe. Also richtig gut. Ich glaube, das Krieger-Deck, was ich habe, das ist okay. Das ist echt gut. Aber da haben wir auch echt lange gesessen und ich glaube, ich habe da auch richtig Geld reingepumpt. Ja, also damals viel Geld. Ich hatte ja damals nicht so viel Geld wie jetzt. Dann habe ich jeden Cent gespart. Ich hatte sogar in meinem Wasser, der 170 in einer Reihe, dass ich die beste Karte mal in DIN A3 Größe mal gemalt habe. Ist das nicht Poseidon? Das haben dann so viele meiner Bekannten abgefeiert. Wie ist das nochmal? Poseidra oder so? Poseidra, der Atlantische Drache. Genau, ich wusste nicht mehr, wie der heißt. Ja. Ja, da steht zwar auf dem Titel Drache, aber er ist eine Seeschlange. Mit dem Kurbelschende. Ich müsste gucken, welches bei mir das ist. Ich weiß das tatsächlich gar nicht mehr. Ne? Ich habe ja das. Mein Grabwächter-Deck finde ich sowieso mega cool. Weil ich wollte unbedingt ein Marek-Deck haben. Und ich glaube, würde ich mit dem Marek-Deck, ich sag jetzt einfach mal, nee, sag ich nicht, das ist ja ein Grabwächter-Deck, es ist ja nicht das Marek-Deck in dem Sinne. Und... Das ist eher, das ist schon fast eher Odins-Deck, schon fast da. Ne, wir haben es halt zusammengebaut, ne, also wir haben gesagt, guck mal, die Karten, das sind so die Merkmale von Marek. Und dann haben wir gesagt, gut, den Rest bauen wir uns dann halt zusammen, so dass das Deck gebrauchbar ist und auch gut ist. Und was ist? Das Deck ist richtig geil.
Und das Mutter hat sogar mal das Deck, das Deck von Maximilian Pegasus mal nachzubauen. Sein Tun-Deck, ne? Ja. Das war auch gar nicht mal so einfach irgendwie, ne? Nee, das hat er mega schwer. Das hat er. Aber ich glaube, das hat er trotzdem hingekriegt. Ja. Ich finde das witzig, wir spielen hier WoW, weißt du? Und reden von Yu-Gi-Oh! Und reden über Yu-Gi-Oh! Genau. Das stimmt. Scheiße, so. Irgendjemand hat mich hier gekriegt. Wen habe ich getriggert? Ja, dich habe ich getriggert. Musst du vielleicht den Boss vernichten? Nein, ich muss jetzt noch sowas wie einen Boss besiegen. Ich muss noch. Ich muss noch Zart besiegen. Und dann kann ich wieder zurück. Genau. Genau. Und dann können wir alle diesen mega langen Quest abgeben. Yay! Ja, das ist. Gott sei Dank. Nein, ich will nicht plündern, ich will ihn umbringen. Oh Leute, das ist so warm draußen. Der Frühling steht vor der Tür. Alleine Frühling, wenn ihr das Video seht, ist das bestimmt schon Sommer. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich sterbe nicht. Nein, ich krieg. Ich will nur maximal einmal pro Let's Play sterben. Also jedenfalls also, hier. Bist du zweimal, glaube ich. Nee, ich bin nur einmal gestorben. Ja. Nur einmal. Der ist bestimmt in einer Höhle drin. Ja, und deswegen triggere ich dich nochmal. Für mir ist das relativ egal. Das ist eine Spinne. Ich glaube, die habe ich als Jäger auch. Ja, die. Wow, was? Nicht getriggert? Ich glaube, der hat dich noch ignoriert. Also, aber der nicht, der kriegt mich hier. Scheiße, wäre ich jetzt hier nicht runtergefallen, wäre nichts los gewesen, hundertprozentig. What? Das ist noch eine! Du bist jetzt richtig getriggert. Gott, habe ich mich erschrocken. Hallo, ich will mich heilen. Heile mich. Meine Phrase, ey. Scheiße, ich habe die ganze Zeit die Tab-Taste gedrückt. Scheiße, Mann. Das Geschrei ist... Ich will nicht sterben! Ich schon wieder! Kann ich verstehen, ich will auch nicht sterben, aber das interessiert ja auch keinen. Gott, Entschuldigung. Hat er das noch nicht ganz umgebracht? Nee. So. Kleiner Giftbeutel. Danke, Handwerksmaterial. Entschuldigung, ich habe mich eben total erschrocken. Wo kommt der her? Oh, meine Fresse! Sterb doch mal! Das ist ein Questgeber. Okay. Heilen, heilen! Button Machine! Oh Gott, du hast ja kein Mana mehr. Jetzt bin ich tatsächlich das erste Mal in Mana-Not. Ich hab noch zwei Plätze im Inventar. Wo kommt der denn her? Hier, hundertprozentig. Alter Schwede. Hallo. Bring ihn um. Für mich. Für mich. Oder die Weißen. Ich habe gehört, ich werde erstmal was essen. Das schon wieder so, fertig. Ich glaube, da ist bestimmt irgendwo ein Zwischenweg, wo du rein musst. Ja, hier. Nochmal das ganze Spiel. Meine Fresse. Ja, aber jetzt habe ich wieder Mana. Und weit gekommen sind wir jetzt eigentlich auch nicht. Eigentlich sind wir jetzt nur das Stück hier, haben wir uns hochgekämpft. Und die Aufnahmesession ist gleich schon wieder vorbei. Mann. Machen kannst. Nee, ich bin leider kein Nachtelf. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich bin leider kein Nachtelf. Ja. Auch so weit wie du kannst. Hm. Da hinten ist er schon wieder. Nee, den kann ich leider nicht so ignorieren. Aber das kommt, die werden natürlich auch immer stärker. Und ich war so dumm und habe einen Dolch mitgenommen, statt meinen Streitkolben. Ich habe einfach vergessen, den wieder anzulegen, weißt du? Zwei sind da noch. Das war ein Scheißdreck. Boah, Alter, wie viele kommen denn da noch?
Das kommt, ich bin nicht gleich den richtigen Weg gegangen. Oh Mann, ich möchte die Quest noch absolvieren. Genau, Jack, feuer mich an. Das ist echt vorteilhaft, wenn man ein Schamane ist. Muss ich töten? Wenn, ja, ich muss hier einzeln töten. Wenn ich jetzt dahin renne, der, ja, das schaffe ich nicht. Ich muss hier echt... Wenn ich Krieger wäre, also Tank oder so, dann wäre das bestimmt kein Problem. So. Ja, das ist natürlich kein Problem. Ja, drei muss ich noch locker töten. Also mit dem hier, ne? Also hier hinten, die beiden muss ich noch. Und dann kommt der Boss, ne? Ja, habe ich schon gesehen. So. Wir müssen nämlich auch gleich los. Scheiße. Ja. Also die beiden müsste ich jetzt rein theoretisch noch, weil wenn er jetzt zu mir gerannt kommt, zieht er die beiden mit. Und drei ist mir zu viel. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Und bevor ich dann nachher irgendeine Scheiße verzapfe und dann sterbe und dann aber die Strecke wieder hochlaufen muss, mache ich das lieber so. Aber ich glaube, das sollte jetzt relativ schnell gehen. Wenn man mich nicht slowen würde. Aber der ist cool. Der ist viel, viel dunkler, oder? Ja, der ist toll. Aber der sieht toll aus. Hätte ich doch den ziehen sollen? Zwar bewegungsunfähig, aber wenigstens kann ich trotzdem. Sehr sauber. Jetzt so. Ab und zu auf zurück. Das war Porten. Ja, wenn ich mich aber jetzt porte, dann... Ah ja. Ich meine, mein Runstein ist in der Azurwacht. Aber die Azurwacht ist aber... Ups. Ja, ganz woanders. Ist hier. Da müsste ich, da müsste ich fliegen. Oh, da ist ja auch noch einer. Alles klar. Hast du denn deine Reisegestalt? Nein, die habe ich noch nicht. Scheiße. Die habe ich noch dann nicht. Dann heißt es jetzt nur noch laufen. Laufen und... Nicht sterben! Ich bin tot. Oh. Ich habe es überlebt. Vielleicht nicht mehr. Ich habe überlebt. Lauf! Wie kann das sein? Ich habe es überlebt. Lauf, Drehlein! Lauf! Ja, ich laufe das Stück jetzt. Das ist mir jetzt auch pupegal. Lauf, kleiner Drehlein, lauf! Ich hoffe natürlich, ich werde natürlich jede Spinne pullen, die ich kriegen kann, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, Lex, danke! Wenn die mich netzen, ist das immer richtig kacke. Jetzt kann ich weiterlaufen. Ja, okay, drei Spinnen und muss. Ja. Ihr konnt übersehen, okay? Wir haben keine gesehen. Alter, was ist denn da draußen los? Meine Fresse, ich laufe jetzt einfach irgendwo hin. Damit die Scheiße mich hier nicht mehr pullt. Alter, das kann doch nicht sein, dass sie mich so weit verfolgen hier. Guck mal. Doch, das ist doch Teil ihres Reviers. Ja! Ich verstehe das nicht. Jetzt hauen die ab. Denn ab da ist mir nicht ihr Revier. So. Dich kriege ich noch einigermaßen geflauscht kaputt. Wie war das genau? Ja, wenn er allein gewesen wäre, ja. Nee, den mache ich jetzt noch kaputt und dann kann die Welt nicht mal. Und dann mache ich Feierabend. Die
Ich weiß, da hinten reizt mich nämlich tatsächlich. Siehst du da hinten? Forscher Cornelius. Den mache ich tatsächlich nachher nochmal. Eigentlich wollte ich nur hier vorbei und das in Ruhe gucken. Kleiner, willst du mich verarschen? Greifst du mich jetzt eigentlich an? Ja. Der kämpft mit mir. Ja. Alles klar. Der kämpft mit dir. Du hast ihn wehgetan. Auch immer bekloppt. Dann kämpft er dich. Dein Ernst? Ja. Alles klar. Meets, wo bist du? Mein Meets ist hier. Mein Schröninger. Brav. Du bist auch tot. So. Hey, das hat dir gar nichts getan. Das ist mir egal. Oh, die Spinne ist wieder da. Ich will da jetzt noch zu unserem Cornelius. Unserem Forscher. So. Serigikus. So, jetzt heile ich mich nochmal schnell, obwohl das unnötig ist. Und verabschieden uns dann somit. Also hier in diesem Part sind wir durch. Ich habe schon überzogen, krass überzogen. Aber das macht nichts. Wir sehen uns ja im nächsten Part wieder. Leider ohne meine Schwester, aber mich werdet ihr wiedersehen. Ein Grund abzuschalten. Nee, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.